Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute geht es um die Probefahrt mit dem Kia e-Niro, die ich ja letzte Woche gemacht habe. Und da möchte ich heute ein wenig drüber berichten. Bevor ich jetzt mit der Probefahrt losgeht, wo ich euch ein paar Eindrücke aus dem Innenraum zeigen möchte, wie wir da gefahren sind, habe ich noch ein paar Daten, die ich euch gerne mal nennen möchte, weil viele Leute fragen sich natürlich, warum ist es denn eigentlich in ein Elektroauto im Vergleich jetzt beim Niro mal gesehen zum Hybridfahrzeug enger? Und das habe ich mal nachgemessen, woran es denn liegt, und habe ganz einfach mal geguckt, wie hoch ist denn eigentlich der Boden bis zur oberen Kante vom Türschweller. Und da bin ich auf interessante Daten gekommen und die möchte ich euch jetzt nochmal ganz schnell einblenden und auch vortragen. Da haben wir halt, also ich habe den Abstand gemessen vom Teppich sozusagen bis zur Oberkante vom Schweller. Und da sind es beim Kia e-Niro vorne 8,5 cm und bei der Hybrid-Variante 10 cm. Jetzt werdet ihr euch sagen, ja, 1,5 cm ist ja nicht viel, kann man vergessen, wie auch immer. Setzt euch einfach mal bequem auf einen Stuhl oder in einen Sessel und dann nehmt mal ein 1,5 cm dickes Buch und legt euch das mal unter die Füße, wie ihr dann sitzt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Da kann man halt mal sehen, was alleine 1,5 cm ausmachen. So, gehen wir weiter nach hinten. Da haben wir im hinteren Fußraum halt vom Teppich gemessen, wieder bis zur Oberkante vom Schweller, haben wir beim e-Niro 6 cm und beim Hybrid sind es sage und schreibe 15 cm. Das heißt also 9 cm Unterschied. Das ist, ich sag mal, Pi mal Daumen ist das so ein Stück. Und es fällt auch auf, wenn man sich den Innenraum von der Hybrid-Variante anschaut, da sind die Sitzschienen auf einem Sockel befestigt. Und bei der E-Variante, also bei der Elektro-Variante, sitzen die Sitzschienen direkt auf dem Fahrzeugboden. Also diese Stufe hat man halt nicht da drin, wo man halt die Füße noch reinstellen könnte. Ja, noch ein paar andere Daten, die ich jetzt erwähnen möchte. Ich blende das auch während des Videos nochmal mit ein. Wir sind losgefahren mit einem Kilometerstand von 401 Kilometer und angekommen mit einem Kilometerstand von 447 Kilometer. Nach der ersten Etappe, die rund 15 Kilometer lang war, hatten wir einen Durchschnittsverbrauch, oder ich vielmehr, ich bin ja gefahren, von 15,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und zum Schluss war es dann ein Durchschnittsverbrauch von 16,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Gesagt, die Gesamtstrecke, die wir gefahren sind, waren nur 46 Kilometer, das allerdings in der Stadt. Ja, zwischendurch hatten wir halt nach der ersten Etappe von 15 Kilometer einen kleinen Stopp gemacht bei der Porsche-Niederlassung in Berlin-Adlershof. Da wollten wir eigentlich den Schnelllader ausprobieren, doch die waren leider irgendwie gerade in Erwartung und so konnten wir nur mit dem Typ 2 Lader vorlieb nehmen und hatten da eine Ladeleistung von 3,5 Kilowatt, was nicht gerade doll ist, aber wahrscheinlich sind das halt nur 16 Ampere, die da durch den Lader oder vielmehr durch die Ladesäule laufen. War nicht gerade toll, aber wir wollten es auch nur ausprobieren und vielen Dank da nochmal an Porsche für den netten Service, den sie uns da gegeben haben. Und ja, ich rede immer von wir. Mit dabei ist natürlich auch wieder KD Schmitz gewesen, der E-Mobilitätsberater hier aus Berlin. Und wir sind natürlich auch wieder mit dem Kia e-Niro vom Autohaus Dinnebier gefahren. An dieser Stelle auch nochmal schönen Dank an das Autohaus. So, ja, jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und sage ganz einfach mal viel Spaß beim folgenden Video. Und vergesst bitte nicht, einen Daumen rauf da zu lassen, diesen Kanal zu abonnieren und auch weiter zu empfehlen, denn schließlich wollen wir noch die 1000 Abonnenten in diesem Jahr schaffen. Also dann bis zum nächsten Mal und viel Spaß noch. Tschüss. Man sieht's hier nicht. Was denn? Die Kamera hier, da ist ein rotes Lämpchen. Blau sagt, er nimmt gerade Strom auf, deswegen hängt hier ein Kabel. Mhm. Kann man das auch nach hinten irgendwie durchfusseln? Mit Sicherheit. Ohne dass das einklemmt? Ja.
Dann stört es vielleicht nicht so. Achso, klar. Na, erstmal gucken, wie stellt man den Spiegel her. Auto ist an? Ja, ja. Wir haben grüner Pfeil. 289 Kilometer und ich habe eigentlich Eco gewählt. Das wäre denn hier an. Normal. Sollten wir jetzt erstmal Eco nehmen. Eco Plus nicht, daher wird uns kalt. Dann guck noch mal nach, was er hier sagt von Lade. 73%. 73. Hat er hier. Lademanagement haben wir nicht. So, hier. Wenn ich den jetzt resette, muss ich auf OK tippen. Ne? Mhm. Der hat jetzt einen Verbrauch von 19, achso, kann ich nochmal aufnehmen, was er jetzt hat. Den habe ich nämlich vorhin gesucht, habe ich hier durchs Menü gegangen und habe nicht gefunden. Menü ist. Geht aber auch noch, ne? Für das Wetter. Für das Wetter, ja, aber es ist ja noch eigentlich nicht viel. Das hat 270 Kilometer mehr Reichweite. Doch 289. Und wir fahren, wir laufen? 401. Wo insgesamt. Da unten steht. Ah ja, okay. 401, ja. Das heißt, die Kamera lädt jetzt, oder was? Nee, die läuft. Die läuft. Also die läuft und kriegt den Strom. Schön. Deswegen kann die jetzt 4 Stunden nonstop laufen. Dann hoffen wir, dass es klarer rüberkommt, wie zuerst. Achso, warte mal, jetzt kann man auswählen, was man zurücksetzt. Nee, warte mal, der hat ja verschiedene hier noch. Ne? Du hast eins, immer Fahrer 1, Fahrer 2. Das ist der Eco-Ding. Das ist ja auch interessant, was zeigt er hier? Eco-Fahrstil. Ökonomisch, ja, wie ökonomisch du hier fahren bist. 95%, kannst du mal sehen. So, jetzt hat er hier, das ist der Durchschnitt von 20,1. Der 19, ist jetzt 5. auf 19,1, dann ist das der feste, oder? 19,1, was war der andere? Der ist auf 0, der andere, deswegen wundert es mich gerade. Dann hat er noch keine eigene. Und hier hat er 20,1 drin jetzt. Und dann Verbrauchdurchschnitt ist dann wahrscheinlich all over all. Okay, halten oder reset, hat er eben gesagt. Macht das Licht auf Parken. Auf Auto, ne? Ja. Ich hatte den gerade auf Parken gemacht, weil innen drin anderen das Licht an war. Habe ich gedacht, konnte mal abschalten. Ja, auf Auto. da stand da eben reset. Genau, jetzt hat er, warte mal, hier war jetzt reset, wenn ich halte. Einfach drücken, immer festhalten, ist irgendwann weg. Genau. Und der nächste. Der ist auch immer drückt. Dann hat er zwei, die erzählt. Ja, sowieso. Ich dachte, einer bleibt immer konstant. Und den kann man nicht löschen. Ja, du hast ja drei insgesamt. Einmal den übers Leben. Ja. Aber da kann man, glaube ich, hier absehen, wie welche Strecken verbrauchen und so weiter. Habe ich schon mal in einem Video gesehen. Ja. Aber am Auto hast du einen Tageszähler, also Fahrer 1, Fahrer 2 oder so. Oder Tageszähler kurz oder Wochen-, Monatszähler. Das hast du ja bei jedem Auto. So, siehst du? Das sind die Fahrstrecken. Man hat ja eine hier braucht. Genau. 16,9, ja, also war der gestern? Hat aber hier getestet, ne? Wenn das ist ja 16,9, ja, also, werden wir jetzt mal toppen, ne? Ja, weil nicht bei 5 Grad Außentemperatur, 4. Oh, ist das eine geile Lenkung. Piepst du an? Piep, 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 piep. Oder die denn jetzt? Da. Ich meine jetzt den Fußgängerschutz. Ich will hier den Baum stehen lassen, das ist das Wichtigste. Fußgängerschutz? Hast du an? Keine Ahnung. Da unten, VES. Muss die Lampe an sein oder aus? An. An, nein, nicht an. Hörst du noch? Nee. Drück mal drauf, auf. Oder funktioniert der nicht? Doch, klar. Fahren wir erst geradeaus und dann unten rum, ne? Wir können ja sonst auch... Fahren wir da, ja, fahren wir da. Was steht hier denn jetzt eigentlich auf 2? Nee, auf Auto. Ach denn? Die Rekuperation. Bei Eco müsste die ja optimal sein, eigentlich. Steht jetzt hier auf Auto. Ja, wenn der anhalten willst, kannst du ja mal den nächsten Ampel mal testen mit der linken. Dann mit der linken festhalten. Der linken, ja. Gerade hinten, die Hinterachse, fand ich beim Soul nicht so gut. Der hat ja diese Verbundlenker-Hinterachse drin. Ich möchte keine Achse konstruieren müssen. Der hat doch hier die Spiegeleinstellung. Der hat
doch hier die Multilink-Hinterachse jetzt schon, oder? Adlershof. Ja. Gewerbegebiet Adlershof ist Porsche und VW direkt nebeneinander. Ja. Und Porsche hat da die Multilader, also so ein Mega-Lader. Ja. Irgendwie drei Stück stehen da, glaube ich, ne? Ja, da stehen zwei große, also exorbitant große, ja, und zwei normale. Also so normale Schnelllader in Anführungsstrichen. Ja. Gut, jetzt haben die keine Straße mehr. Warte mal. Über Adlers Rot kann man nicht. Hermann Dorner Allee. Ist das? Ich tipp mal ein. Tipp mal rein. Hast du mit schon der gar nicht rollt? Nee, ja, mit Doppel-R oder? Ja, nee, ein R, aber zwei N. Hermann mit zwei N minus Dorner. Minus Dorner da. Minus, genau, Dorner. Ja, 98, wenn du eine Nummer hast. Oder nicht? Da gibt es zwei, ist egal. Anzeige, ja, finden wir dann schon, das große noch. Ziel, ja, genau. Ja, 13,8, ja. 14, genau, passt. Cool. Start. Also wenn er so an der Ampel einfach so steht. Ja. Sind wir jetzt bei 11 hier noch geradeaus, oder? Ne, links ist hier schon wieder. Das ist genau so. Aber bleibt so. Müssen wir da runter? Wir müssen noch geradeaus. Ja, doch, er will jetzt. Ne, er will auch hier rum. Ja, okay. So, das Ding ja. Wenn er normalerweise müsste er jetzt an der Ampel nicht so stehen, also doch, nicht ganz ich sicher. Auto halt gesteckt. Okay, kann. wenn er das eingeschaltet hast, dann wollte ich sagen. Ach, Auto da oben steht sein Auto halt unter Eco. Genau, das, dann steht er. Sonst nämlich nicht. Ja, aber was mich halt immer nervt, so bei den modernen Schnickschnack-Autos, die dann immer den Motor abschalten, wenn sie an der Ampel stehen. Ja, das und ist ja Ewigkeiten der brauchen, bis sie wieder wegkommen. Das ist aber die Ausnahme eigentlich, wenn er funktioniert, geht das nicht schnell. Ja, aber wenn du drei so eine Idioten hintereinander hast, die pennen und nicht vorher machst Gaspedal ein bisschen, Bremspedal ein bisschen nutzen. Ja, oder? Weil er startet Kupplung ja schon, wenn du, ja, oder Automatik. Halt, ne, bei Automatik brauchst du nur so ein bisschen mit dem Bremspedal spielen, dann startet er gleich wieder. Ja. Also das ist ja eigentlich der Anfang, sollte das ja sein, vom Sprit sparen oder Abgase reduzieren. Das ist, ja, dieses, das ist natürlich, das eigentlich der Autoindustrie dient, die Werte zu reduzieren, also die Verbrauchswerte, und der Kunde, ich habe dem Kunden gesagt, Steuerbetrugstaste, wieso? Ja, ich sage, wenn sie das abschalten, sparen sie Steuern, und obwohl sie es nicht nutzen, also betrügen sie den Staat. Ja. Die Autoindustrie nimmt doch nur die Technik, damit die Werte runtergehen, nicht damit das umweltfreundlicher ist, leider. Ja. Das kennen wir ja. Ich finde es interessant, wenn du vom Gas gehst, da hast du links die Power-Anzeige, ne? Wie viel wie der Energiefluss ist. Power, danach müsste es ja auf Charge gehen. Genau, und dazwischen kommt gleich eine Anzeige, wenn du vom Gas runtergehst. Ich weiß jetzt nicht, ob es nur in der Verbindung mit der Bremstaste hier ist, oder also mit dem Pedal ist, oder ob er es generell macht. Da kommt eine Anzeige, wie viel Strom du eingespeist hast. Das ist in Kilometern gerechnet. Dann mach das nachher mal ohne Pedal und dann siehst du das ja. Ja. Aber hier auf der Ebene ist ja nicht so viel. Ja, aber er hat in 100 Meter. Ja, du hast ja jetzt die Hebel gezogen, dann ist was anderes. Dann er hat gerade 100 Meter eingespeist. Ja. Und er ist 10 Meter, machst du schon wieder Kilometer mehr. Eine Berg-Runter-Tour, also Berg hoch und Berg runter. Jetzt zeigt das auch schon. Ja. Jetzt zum Stillen, jetzt hat er schon 100 Meter. Ja, ist schon toll. Also 200 Technik, Meter. Die Technik ist schon begeistert. Ist doch cool, ne? Wenn man jetzt einen Berg hoch und Berg runter, ne? Also ich sag mal beim Verbrenner, der braucht einen Berg hoch mehr Sprit. Berg runter ein bisschen weniger, aber hier könnte es Glück haben, kommt unten an, hast du das gleiche wie vorher. Genau. Nicht auszuschließen. Hast du Abstandstempomat drin? Ja.
starten, nicht mit den Wippen ausschalten. Habe ich gerade ausprobiert. Nee, der sollte da nicht ausgehen. Ja, wenn ich aber verzögern will, dann sollte eigentlich der Tempomat ausgehen. Ja, der muss ja nicht ausgehen. Ja, abschalten aber in dem Moment. Hat er nicht gemacht. Er müsste reduzieren. Eigentlich. Das sind natürlich verschiedene Funktionen, die sich dann irgendwann aufheben. Ne? Ja. Da müsste man mal überlegen, was ist denn gewollt, wenn ich jetzt Gas wegnehme? Ja. Oder ich habe ja eigentlich gar kein Gas, wenn ich mit Tempomat fahre. Ja. Also eigentlich. Aber hier in der Stadt ist das natürlich schon so zum Testen okay, aber nicht wirklich sinnvoll, ne? So mit dem Verkehr. Ja, wobei ich fahre häufig, also fast eigentlich nur mit Tempomat. Aber hier durch die Stadt so? Ja. Aber ich fahre auch Tunnel, wo hier. Also, Hauptbahnhofstunnel. Du fährst jetzt hier so eine gerade Hauptstraße lang. Ja. Ist doch ideal. Die 100 Meter, die hier jetzt keiner kommt. Ja. Ich meine, kommt doch an, du wohnst ja auch außerhalb von Berlin, muss man ja sagen. Da ist das anders. Manche behaupten ja, aber wenn ich so eine Straßen fahre, sofort der Tempomat drin bei 50 oder 55, also nach Tacho gesehen jetzt. Also was ich ja klasse finde, ist bei denen, dass er wirklich so ganz sanft losfährt. Ne? So bei manchen anderen habe ich so das Gefühl, die wollen immer gleich die ganze Power auf die Achse bringen. Ja, ist natürlich die Frage, wie du das, ich sag mal, Strompedal betätigst. Wenn das geht, gemütlich, ist ja toll. Ja. Das ist ja bei schlechtem Wetter, also bei nassen Straßen wäre das ja sonst schon ungünstig, aber. In 1 Kilometer Schritten. Wer hat denn neulich gebracht, dass es da nur irgendwie in 3 Kilometer Schritten gehen? Was denn? Mit dem Tempomaten also rauf und runter schalten. Ja, das weiß ich, das soll ich immer falsch. Das machen die immer 1 Kilometer. Ja, also ich weiß nicht, größere Sprünge, das war, aber ja, dann hat er falsch gemacht. Ja. Größere Sprünge. Das Lenkrad leuchtet, hat er den Spurhalteassistenten drin, ne? In den, ja. Grün, Lenkrad grün. Er muss einfach längere Zeit loslassen und siehst du ja, was er macht. Natürlich müsste man den auch vorher eingestellt haben als Aktivierung, ne? Ja. Haben wir das gemacht? Achso, weiß ich jetzt gar nicht. Aber müsste eigentlich vorhin bei alles irgendwie eingeschaltet werden. Ja, ich habe nicht einmal das Bremspedal betätigt, ne? Jetzt ist es grün. Ja. So. Dann lass mal los, warte mal sehen, wie er lenkt. Aber hier hat er ja nur einen Linksdrei. Das hat mich nämlich eben gewundert, warum zieht ja der immer nach links. Hier hat er ja nur einen Strich. Hier ist ja kein Strich. Also ja. Kann man nicht brauchen, nicht testen hier. Nee. Zwei Linien sollte man ihm schon geben. Ja. Man will ja fair sein. Im Schnee und so, ne, ist natürlich alles noch. Genau, das war meine Frage neulich, die ich vom Bocker gestellt habe. Was macht der eigentlich im Schnee mit der Rekuperation? Der Rekuperation? Ja, normal, oder? Ja, ja, gut. Ja, meine gefährliche Idee war ja gewesen, dass er einfach nur die Rekuperation reinballert und dabei aber nicht misst, wie die Haftung vom Reifen ist. Dann würden die Räder blockieren und er würde irgendwo ab in die Pampa schieben. Ja, das wäre ja. Aber da regelt halt die Elektronik schon nach. Ja. Da hängt wahrscheinlich das ABS mit dran und fertig. ABS und ESP. Ja. Wenn man dann sagt, so ich rekuperiere jetzt und alles andere, alle anderen elektrischen Helfer sind aus, dann können sie ihr einpacken. Also, ja. Der Entwickler, der müsste dann entlassen werden. Es arbeiten schon viele Dinge zusammen, das ist das ja auch. Wenn man hier, es gibt schon so einige Videos vom Kona mit dem Hören, mit dem größeren Akku, wo sie dann schrieben, ja, völliger Unsinn. Tritt drauf, nur am Durchdrehen. Nach ein paar Sekunden regelt der Traktionskontrolle. Gut, das war der Engländer, der mit Leaf immer gefahren ist. Ja, aber bei 200 PS ist natürlich klar, dass er eine nasse Straße. Der ist bei Regen gefahren, dann haben die immer diese engen Kreisverkehre da. Ja, da kannst du dann natürlich vergessen. Dann hat er Gas gegeben im Sportmodus irgendwie und dann, der hat sich immer kaputt gelacht. Mann, der hat ja viel Power. Also er hat das eher so spaßig gesehen, übertrieben nach dem Motto scheiß Auto, sondern er hat spaßig gesehen, meinte, der hat aber ganz schön Power dran. Ne? Ja, du musst nur antippen, er ist aber im Sportmodus gefahren. Also dann sollte man vielleicht, ich bin jetzt im Ökomodus, deswegen sage ich ja, das ist ein unwahrscheinlich sanftes Fahren. Ja, das sollte auch gehen, so ist da auch okay in der Stadt. Warum nicht? Mal ein paar Tage, um so ein Auto richtig kennenzulernen. Ja, wobei ich sage, ein paar Wochen vielleicht auch für alle Features und Funktionen. Klar, so mit den Funktionen ist das natürlich was anderes. Ja.
aber ich meine, ich sitze jetzt das erste Mal in dem Wagen und fahre ihn. Also sitzen tue ich ja schon mehr, also das zweite Mal jetzt drin, aber fahren halt das erste Mal. Du fühlst dich sofort wohl. Du hast hier schon Stunden verbracht. Komm, 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 mach keine Schleichwerbung. Auch, dass du hier bei dem e-Niro diesen aktiven Tempomaten bei allen Ausstattungen einbauen. Mit meinem Hybrid und Plug-in gibt es das nur ab der mittleren bis zum höchsten. Und hier haben sie gleich bei allen den adaptiven Tempomaten. Das ist eine tolle Sache, weil der hält es wirklich schön. Ja. Wenn man mal wirklich eingeschlafen ist oder nicht aufgepasst hat, dann hält er an oder bremst. Ja. Das ist doch besser wie irgendwie in den Ledersitz oder was, den ich mir kaufe. Ja, sehe ich so. Wenn du das Bremspedal betätigst, um den Tempomaten rauszukriegen, macht das auch sanft. Er haut dann auch nicht raus und geht gleich voll in die Rekuperation, sondern bleibt halt sanft drin. Ne? Ist ja auch bei dem Auto, habe ich es ja auch festgestellt, als der rauskam, Plug-in-Hybrid, wenn ich jetzt befahre und elektrisch und gebe mehr Gas, er kommt dann Motor dazu, dass man da auch nichts von spürt. Ja. Das ist ja nicht bei allen so. Also wir wollen jetzt nicht nur das Auto hier loben, einfach, da ist ja jetzt bekannt, dass die Kia-Technik schon so ein bisschen mit Hyundai zusammen weiter ist wie manche, aber dieser Übergang beim Plug-in, da merkst du es ja, zum Sachs der Verbrenner, kann man sich ja als Laie erstmal gar nicht vorstellen, wie der Verbrenner ist ja erstmal aus, weil es mit Drehzahl und. Das macht ja dieser intelligente Generator, der da drin ist, der nicht nur an, der startet, sondern der auch den Kraftschluss zuschaltet. Ja. Denn dann hätte der einzige an die Ruckel, die Tuckel, der Motor im Stand, weil der andere hat 3000 Umdrehungen, muss man sich mal vorstellen, was da passieren würde. Ja. Und dieses intelligente Teil. Fritz Erler. Okay. Fritz Erler sagt er, ja. Und so alles gut, ha? Das ist total super. Du fährst jetzt aber nicht nur mit Pedal, sondern nimmst einfach. Ich nehme jetzt auch mal das Gaspedal an. Also gebremst habe ich noch nicht. Gebremst habe ich nur einmal, um das auszuprobieren. Aber ansonsten halt einfach so mit dem Gaspedal. Also ich finde die Ausstattungsunterschiede, also wenn man sagt, die andere Autos haben ja jetzt eine Automatik auch, die dann beim Rekuperieren auch bis zum Stand geht. Ich habe letztes Mal irgendwo in einem Kommentar geschrieben. Ich finde das gut, wenn ich. Das ist ja eigentlich noch eine Umgewöhnung. Als Autofahrer, normaler Autofahrer, Verbrenner etc. Hält ja nie an das Auto. Das wundert sich. Jetzt hast du jedes Auto, das bremst schön und lädt dabei, okay, aber wenn er immer direkt anhält, würde ich gar nicht mal so komfortabel sehen, wenn ich dem extrem was anderes will, nämlich den Hebel, nämlich die Taste dazu und halte. Ja. Ansonsten fährt er und rekuperiert, aber hält mich nicht mitten auf der Straße an oder so. Ist hier nicht dauernd mit dem Pedal hantieren. Das ist mal wichtig, weil das sagt ja auch der eine oder andere YouTuber. Ja. Mit Pedal ändere ich die Einstellung. Ansonsten macht er das, was ich an Fahrmodi gewählt habe. Ne? Komfort, Sport und so. Muss dann nicht noch da rumdrücken. Ja. Oder ziehen. Ich hatte meine Woche den Soul Eagle als Ersatzauto durch eine neue Stoßstange. Ja. Und da meine Augenautomatik ist, nach der Woche dann war ich von dem Soul total begeistert. Ja. Weil ja, mehr als Verkäufer kam man ja auch nicht dazu, die Autos zu probieren, sondern du hast ja gar keine Zeit für nichts. Und die Kunde ist viel mehr damit gefahren. Probefahrten, können wir nicht mitfahren aus Zeitgründen, weil auch schlecht ist. Der Kunde kannte dann was und wir kennen von den Autos nichts. Müssen sie aber erklären. Genau. Das ist schon manchmal eine Herausforderung. Da habe ich nach einer Woche EV Soul oder Soul EV, denke ich, klasse, warum hast du das? Müsste sie dir als Überlegung, aber was ich sagen wollte, als ich dann samstags meinen wieder fuhr, Mariendorfer Damm runter und nehme Gas weg und ich denke, oh, warum bremst denn der nicht? Was macht der denn hier? Der bremst ja gar nicht. Ich denke, so eine Energieverschwendung, das merkst du erst dann. Genau. Das war total anders. Ich denke, was macht denn der jetzt? Nix. Ja. Alles Verschwendung, da war ich natürlich schon mal schnell an dieses automatische Bremsen gewöhnt. Ja. Jetzt mit dem Pedal an. Bums, fertig. Machst du sonst bei deinen Videos nicht oft Fahrten so, Probefahrten, mehr so Berichte über was, oder? Ich mache eigentlich mehr so Studioarbeit, sag ich mal. Ja. Also mehr so, was heißt theoretisch Bericht nicht, aber halt nicht so die Probefahrten, aber das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ist auch teilweise schwierig, wenn du nicht ans Auto rankommst. Was hatten wir vorhin für Verbrauch gehabt? Weißt du das noch?
Also der Max, der Minimarzt, der war irgendwie von gestern oder was war das? Der, also vorgestern, aber vorgestern war Sonntag. Vielleicht deswegen so wenig verbraucht. Also wir haben jetzt 15,5. Ja, das habe ich auch mal gelesen, dass man das schaffen kann. Das ist natürlich schon, wir müssen jetzt den Weltmeistertitel. Wie viele Bäume sind das hier? Drei? Wahrscheinlich 35 oder so, keine Ahnung. 16,9 war eben das und das hat mich schon gewundert, genau, bei der und Temperatur. Und jetzt sind wir hier bei 15,4, aber das ist halt auch mein Fasten. Ich bin nicht derjenige, der mal rasen bis zur roten Ampel dann voll in die Eisen steigt oder so. Dafür würdest du hier schon wieder rekuperieren, von daher genau. Schadet das nicht. Ja. Er bremst ab und jetzt gibt er gleich wieder Gas. Ich mach nichts, das hat er alleine gemacht. Hat er alleine gemacht, ja. Dann aber bleibt er jetzt auch vorne 54. stehen, oder? Wie ist er? Bleibt er jetzt stehen? Der hält an. Also, wenn du den Abstandstempomaten drin hast, ja. Muss er anhalten. Sonst brauchen wir das ist eine Ding. Technik, die habe ich noch nie benutzt. Ja, ich hab dann auch. Ich hab auch noch. Ich muss mal rüber. Wo willst du denn hin? Die Ampel? Aber ich habe die rechte nicht gesehen. Das war jetzt dunkelgrün. Gelb. Man hatte gar nicht. Dunkelgrün. Achso, dunkelgrün? Dunkelgrün. Bevor es rot wird. Dunkelgelb wolltest du sagen. Nee, was mich gerade auch irritiert, ich habe immer genordet die Karte, deswegen. Ja. Und ich habe einen Ton an, der ist jetzt hier, glaube ich, gerade aus. Aber ist auch egal. Man kann ja gucken. Das ist jetzt hinter der, genau. Das hier ist auch genordet. Nee, hast du nicht genordet? Nee, was ist, nee, ist nicht genordet. Die würde sich ja drehen, die Karte, macht sie aber nicht. Kann man einstellen. Ja, ja. Kann man jetzt nicht navigieren. Nee, hier ist auch genordet rot. Das da oder was? Ja. Okay. Oh, du also siehst? Ich hab's gesucht. Was ich gut finde, dass er die Verkehrszeichen anzeigt. Aber was, macht er das nach Karte oder macht er das nach Erkennung? Weißt du? Nein, nicht Erkennung, leider. Erkennung hat er nicht, ne? Noch nicht. Doch, Verkehrszeichen Erkennung. Moment, Verkehrszeichen Erkennung gibt's auch. Stimmt. Aber, genau. Müssen wir jetzt hier vorne gleich rein? Moment, oder hier links. Also, hier kann man mal. An der Säulen sind, da sind die Säulen. Da muss man eigentlich hier rein, ne? Achso, können wir aber nicht rein. Da, wo den Pfeil nach ist. Fahren wir mal auf den Hof. Laden tut keiner. Boah. Fahren wir erstmal da hinten hin, wo man dann anfragen darf. Mal sehen, ob wir uns reinlassen. Ja. Da kannst du rein. Ja. Oder von Bend. Mal gucken, was mit dem Wendekreis hat. Ja, das ist nicht ganz. Ist aber geil. Und die Spiegel fahren runter. Beim Rückwärtsfahren, ja. Ja. Wo war denn die Einfahrt? 2 Minuten, was sehen wir? Ach, da einer. Hier steht einer drin, aber hier kann man auch noch reinfahren. Hier? Ja. Ja, hier. Gut. Schauen wir mal den Kundenparkplatz. Schauen wir auf den Kundenparkplatz. Ne? Dinibier-Auto zu Porsche, ey, die werden sich auch bedanken. Na, da ist aber offen. Darf man fahren wir mal an die Seite und parken und dann gehen wir mal fragen. Ja, würde ich mal sagen. Oder? Ja, fragen wir einfach erstmal. Genau. Stopp. P. Jetzt heute. Ja, an dieser Stelle erst einmal einen herzlichen Dank an das Porsche Zentrum Berlin Adlershof, dass wir dort laden durften. Wir konnten da mit 3,5 Kilowatt laden, allerdings nur am AC-Lader. Eigentlich wollten wir ganz gerne mal einfach nur so Spaßes haben, um das mal auszuprobieren, wie der Kia e-Niro denn mit einem Schnelllader umgeht. Halt diesen Schnelllader ausprobieren, der irgendwie mit 350 Kilowatt, glaube ich, laden kann, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Kommt gleich noch das Schild.
Jedenfalls, die waren gerade in der Wartung und daher funktionierte es leider nicht. Und ja, aber trotzdem, es war wirklich ein super Service. Wir wurden da wirklich herzlich aufgenommen und ja, vielen Dank nochmal an das Porsche Zentrum Berlin Adlershof. Wir wollen jetzt bei Tesla mal den Service ausprobieren. Ölwechsel und sowas. Wir haben noch 50. Was fährst du? 50, ja, was sagt denn der? Toleranzen bitte berücksichtigen. Also 55. Wenn die da hinten schon so eine Kacksäule aufstellen. Bei meinem Auto kenne ich die Toleranz, aber hier bei dem nicht. Ist ja auch noch weiter. Ja, genau. So. Die glauben alle, die Enterprise landet hier, wenn der ausrollt. Also ich denke mal, das vorgegebene Geräusch ist ja noch nicht richtig, das wird lauter sein. Ich muss mir den Podcast anhören von Jerome. Ja, Der hat nämlich einen Blinden oder einen Sehbehinderten interviewt dazu, also haben einen Podcast mit ihm aufgenommen. ja. Wollte ich mir schon längst anhören, habe ich aber leider noch nicht. Hat denn, Da ging es um das Thema halt Geräuschentwicklung beim Elektroauto. ja, aber hat er ein echtes Geräusch gehabt oder hat das einer in Natur gehört schon mal oder wie? Nee, der hat halt den Sehbehinderten interviewt, um halt herauszufinden, wie das ein Sehbehinderter sozusagen wahrnimmt, warum, was da gemacht werden sollte für ihn. Weil Ja. wir hören das ja nur, dass einer sagt von wegen, ja, muss so und so gemacht werden. Aber wir wissen ja gar nicht warum. Oder wie sich das anhören muss oder wie laut es sein muss und Oh, ich sowas sag mal, alles, ne? dafür sehbehindert, das kann ich natürlich auch testen, wenn ich auf der Straße einfach nicht dahin gucke. Und dann höre ich ja, was muss ich jetzt hören? Also, ich muss nicht sehbehindert sein, aber wahrscheinlich hören die anders und noch feiner. Und Ja. ich habe noch keine Vorspielung und so irgendwie von einem, dass man jetzt sagt, so hier ist das Muster oder es gibt wahrscheinlich auch Freiräume. Ich habe noch nicht von einem bestimmten Ton noch nicht so direkt gehört, du? Nee, ich auch noch nicht. Weil Seit es hier denn? bisher immer hieß, von wegen jeder darf seinen eigenen Ton kreieren. So. Wird auch wahrscheinlich so kommen. Lautstärke muss er halt mindestens haben, denn das hier kann nicht ausreichen. Da denkst du erstmal, aber ich sag dann Also piep, hier piep, drin piep, höre ich piep. es nicht. Ne, ist jetzt an? Ja, es ist Ding, an, ding, aber ich ding, habe vorhin ding, ding. Fenster aufgemacht und der Ja. Krach ist zu laut. Krach. Ja. Draußen, nicht der von dem Auto. Draußen, ja. Die anderen sind so laut. Ja, ne, ich meine, das soll das ja, wenn ich jetzt Fußgänger bin, soll das ja das übertönen müssen. Genau. Ja, das muss Das aber schon heißt ganz also, schön laut dass im sein. Endeffekt ein Elektroauto mindestens so laut sein muss wie ein Verbrennerauto. Eine Katastrophe. Ja. Dann frage ich mich, wo der Umweltvorteil ist. Also jetzt. Ohrstöpsel oder in Berlin kein Thema, die haben alle Kopfhörer auf. Lärmverschmutzung, Die ne? haben alle Kopfhörer auf in Berlin. Ey. Ja, aber das ist Ja, wegen dem Umfahren. hab ich aber auch schon gehabt, ne? Fußgängerschutz. Ja, natürlich. Fußgängerschutz, ne? Soll so sein. Ja. Das Grün. Ach, Tesla baut gerade. Ja, die bauen jetzt hier Wolkenkratzer und Konsorten. Eins, Ja. zwei, drei, vier. Das nicht. Also hier sieht es nach Tesla Boah. aus. Ja. Ja, die wollen ja hier irgendwie. Ach, die haben schon vergrößert. Die haben jetzt hier noch dazu genommen irgendwie. Jetzt hören wir so ein komisches Geheule. Aber das wirst du echt nur, wenn du hinkommst. Also nur Ja, wenn. immer. Ich sage ja, irgendwo in der Ferne schlagen Glocken oder so. Ja, irgendwie ganz komisch, Ja, ne? wie so ein Glocken, die Leute. Ja. Ne, hört sich an wie Glocken, Leute. Dazu bräuchte es aber nicht, ne? Ist also unsinnig. Das System bringt nichts. Das Geräusch. Ja. Das
Ich habe einfach, ich dachte, was ist denn da? Übrigens habe ich jetzt gelesen im Tagesspiegelbericht oder wie auch immer, da kam auch in einem anderen noch, VW hat ja so ein Moja, so ein Elektroprojekt, Moja heißt das, da brauchen sie T4s oder T6 ja. als Elektro. Aha. Und nützen das dann auch zum Ridesharing und sowas. Und in Hamburg und in Hannover oder in einem der beiden Städte läuft es schon, in Hannover oder Hamburg wollen sie es jetzt anfangen. Und wir hatten auch in Berlin im Sommer nachgefragt, im Herbst. Berlin hat das abgelehnt. Verkehrssenatorin hat gesagt, das spricht gegen unser Konzept mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja. Aber man hat ja, man muss ja, darf ja nicht vergessen, wir haben ja vor ein paar Monaten Berlin, wie heißt der? Berlkönig, diese Diesel, ja. Mercedes, Vitus oder wie sie heißen, mit Sitzen für BVG Ridesharing. Ja. Also Konkurrenz zum Taxi. Ja. Jetzt kommt VW mit elektrischen ja. und sagt, nee, sagt die, okay, brauchen wir nicht, können wir nicht, passt nicht. Ja. Wir bleiben bei unserem Diesel. Sind Verkehrssenatoren, hat das gesagt, nicht wegen dem Diesel, ja. passt nicht ins Konzept. Ja. Ja, wieso passt das eine oder das andere nicht? Aber das ist doch, alle springen jetzt mit mal drauf. Was war gewesen? BVG hat irgendwie ein oder zwei Busse mal getestet, von wegen, ja, taugt nichts, die fahren nicht und funktioniert nicht. Nee, die laufen. Jetzt kommen sie mit mal an und sagen, nee, von wegen funktioniert doch. Ja, man hat ja auch bei der BVG wiederum diese drei Busse, die aus Polen kamen, gebaut wurden. Da wollte man ja auch was Neues probieren. Da hat man ja auf Induktionsladen, ja. wollte man ja. Das, ja. Der Bus war ja noch gar nicht entwickelt. Ja. Der mussten ja der Hersteller entwickeln, das System. Ja, und dann kann ich ja nicht sagen, das funktioniert noch nicht. Ja. Das Ding ist in der Entwicklung. Mhm. Dafür haben sie hier in Berlin dann auch so ein Loch hier graben, da und eine Ladeplatte rein. Ja, gibt es einen Film drüber. Ja, in Südkreuz, ne? Irgendwo. Aber jedenfalls alles und dann in der Entwicklung. Ja. Dass die anderen, die fertigen Busse, die schon fahren, die schon im Einsatz sind, zu Zehntausenden aus China, die dürfen sie nicht kaufen? Was sagt unser Wirtschaftsminister Scheuer? Er macht doch keine Mobilitätsförderung für China. Er macht doch keine MAN exportiert aber Busse mit Elektroantrieb. Jetzt kommt ja, in Berlin ist der erste ja eingetrudelt. In Januar war der erste Mercedes-Bus in Berlin eingetrudelt bei der BVG. Ja. Geht morgen oder übermorgen ans Netz. Der erste mit normal, also hier mit Stecker, Mercedes. Das ist ein Sprint? Nö, ein Sprint nicht, könnte ich ja, aber... Aber da wissen wir ja, dass das gut ist. Wir wissen zwar, dass das fährt. Ich muss mich nur dran gewöhnen, weil mein Auto ist ja der Tempomat per Unterdruck. Das heißt, jetzt zieht über Unterdruck das Gaspedal an und steuert damit halt die Geschwindigkeit, ne? Und wenn ich schlagartig vom Gaspedal runtergehe und dieser Unterdruck aber zu langsam arbeitet, dann braucht der nicht was. Dann kommt der da nicht so hinterher, bis er wieder Gas angenommen hat. Ne? Und hier ist das ja so, lässt das Gaspedal los und es bleibt einfach so. Also ganz Mitte fährt er nicht, ne? Lass mal los jetzt. Ja, links mal. Ja. Mit dich, also, das ist ja eine Sache. Ja, Tesla fährt wohl, weil ich so gehört habe, sehr weit links, also sehr weit am Mittelstrich. Ja. Deswegen trauen sich viele dann auch nicht. Na, das ist Überholung. Okay, aber warte mal, aber er lenkt. Also entweder habe ich noch nicht das Gefühl fürs Auto, oder? Nee, doch, wenn ich durch die Spiegel gucke, ist er Mitte. Ja, vom Mitte, Gefühl her fährt er mit links rein. Ja, also... Er sollte bremsen. Ohne dass du spielst. Ja, ich habe es nur auf 70 reduziert, ja. weil das auch falsch stand. Ja, der richtig 70 spielt ja auch. Aber ist, also mittig wäre ja ideal, kann man ja nicht erwarten. Das finde ich jetzt halt cool mit diesem Abstandsradar hier, ne? Dass ein Abstand zum Vordermann einhält, obwohl du Tempomaten drin hast. Ja, das ist ja genau das. Cool, Tempomat kann ja erstmal zum auf Auffahren führen, weil du nimmst Gas weg und nichts passiert, weil du vergisst, dass du, hast ja Tempomat drin. Hier ist der absolut mitdenkende Tempomat, also besser wie alles andere. Ja. Aber man muss ja auch beim
Elektroauto fahren so ein bisschen umdenken, weil ökologisch fahren beim Elektroauto ist ja nicht gleich ökologisch fahren beim Verbrenner. Ne? Nein, aber Details weiß ich nicht, was du meinst. Naja, also so von wegen, wie lange gebe ich Gas, wann lasse ich ihn rollen, so, oder wie bremse ich ab, wie konkurriere ich, das ist ja schon wieder was ganz anderes, ne? Ja, aber ist aber auch ein bisschen eine Meinung- und Glaubenssache. Der eine sagt, Segel ist das Effektivste. Ja. Also ich weiß nicht, ich bin hier, da rekuperiert bin, Jod. Er lädt auf, aber man müsste natürlich wieder Tests machen. Aber wer will es wissen? Lass der eine das so machen, der andere so. Ja. Und diese ganzen Werte errechnen. Seitdem mit Elektroautos geht, sind sie auf einmal einmal rechnen, wie viel CO2-Ausstoß bei der Produktion entsteht. Hat früher keiner hingehört. Die Benzinkarossen werden erfunden, waren vom Max auch Bäume, sagt man manchmal. Der Motor auch. Ja. Nur das Akku wird produziert und das ganz umweltfreundlich. Die anderen Dinge sind da. Ja. Wir haben keine CO2. Ach nee, ja, was, was sind die da? Da gibt es doch viele Produkte. Was habe ich neulich bei Facebook ein Bild gesehen? Da kommen ja mal so ein paar Idioten mit Bildern rein. Oben haben sie irgendwie so die stinkenden Kamine gezeigt von irgendeinem Kraftwerk oder Chemie oder was das war, ja, keine Ahnung. Ja. Und unten, also oben, das ist Elektromobilität mit diesen stinkenden Kaminen. Und unten haben sie dann hier Hambacher Forster diese große Grube gezeigt, wo sie Braunkohle rausholen. Das ist halt Verbrenner, ne? Also Dieseltechnik. Und ich denke, was für ein schwachsinniger Vergleich, ne? Ja, noch eher, kannst du gar nicht gehen, eher umgekehrt. Man, ne? Verstehst du überhaupt nicht. Manchmal denke ich, haben die einen Fehler gemacht, oder? Ja. Die lesen sich nicht schlau, gar nichts. Die kriegen wir irgendwie was mit und fertig. Ja, der, aber hat ja voriges Jahr im Sommer VW-Chef Dies auch noch gesagt, ja, fahren mit Kohlestrom. Ja, bitte? Wenn ich heute eine Ladesäule mir fördern lassen möchte, ja, zum Fördern gehört auch der Abschluss oder eine der Voraussetzungen, Abschluss eines, ja, Grünstromvertrags, also, ja, mit einem ökologischen Stromlieferanten. Mhm. Das ist eine der Förderbedingungen. Ja. Wenn sein VW-Werk noch keinerlei Ökostrom verwendet, können wir nicht viel. Okay. Hast du mal die automatische Anfahrt getestet? Das macht er jetzt gerade. Ja. Also. So, wie, ja, wenn er ein paar Sekunden bleibt oder stehen bleibt, muss er dann irgendwie Schalter betätigen oder Gaspedal. Trotz antippen, dass er weiß, dass du wach bist und dass du weiterfahren willst. Ansonsten bleibt er im Fluss, wenn das irgendwie 3 Sekunden sind oder so. Ja, oder hast du ihn mit dem Automaten, mit dem Tempomat bremsen lassen? Ja, der hat ihn mit einem ganz normal mit dem Tempomaten gebremst. Bei Abstand von 3 Punkten hast du aber viel. Ja, ich fahre immer auf Sicherheit. Ich fahre einen alten Volvo. Du machst jetzt also nichts, damit richtig verstanden? Was meinst du, was ich mit dem Volvo für einen Bremsweg habe? Nein, ich meine jetzt, dass du hier irgendwie drauf trittst. Beide Füße außer Betrieb? Ja. Geil. Ey, habt ihr gesehen? Guck mal. Ja. Nix tun wir hier. Ja. So, und jetzt sagt da steht, dann, wenn du nicht bald den Fuß drauf zippst, fährt er nicht. Nein. Und wenn ich wieder losfahren will, entweder den Schalter betätigen oder kurz das Gaspedal antippen. Also fährt er nicht von selber los? Nee, wenn es über 3 Sekunden oder 5 Sekunden, irgendwo ist so eine Grenze. Solange wie er Roma halt kurz halten, wird er weiterfahren. Genau. Wenn jetzt halt genau, so Stopp und Go oder Tauassistent genannt. Hat genau. Er also. Gut, ja. Geht. Können wir senden. Das hat er doch vorhin schon gemacht. Hatten wir doch schon. Also was, ich, was Stauassistent, wenn man ist ja nun wirklich entspannend. Ne? Also wenn man sagt, er hält an, dann fährt wieder weiter, solange es Stop and Go ist und nicht so lange steht. Okay, drückst du das mal wieder hoch, aber dann brauchst du nicht neu eingeben, weil man nicht, da hast du hier 40 oder 50 eingegeben und dann. Ja. Also was er nicht mag, ist halt vor den Kreuzungen, wenn es diese Verschränkung gibt, wo die Fahrspur da mal verschränkt mit links und rechts abgegangen ist. Meinst du jetzt wegen Lenken? Da hat er eben abgebremst, weil er den, es hat nach links verschränkt, da stand aber auf dem rechten Fahrstreifen stand halt ein Transporter und den hat er erkannt, weil es geradeaus ging. Ja. Für ihn ging es geradeaus. Ja. Ne? Und auch eben bei dieser Autobahnauffahrt, wo wir da. Hier haben wir ja auch nur einen Strich wieder. Ja, ja, also ich habe auch beide Hände am Lenker dran. Ja, weil ich sage, es ist einfach zu wenig. Er würde sonst hier in die linke Seite reinballern. Jetzt hat er wieder mehr. Zeigt er vorher grün, glaube ich, an. Jetzt hat er jetzt wieder grün. Jetzt springt er aber immer hin und her. Ne? Wenn er das einmal schafft, das andere, dann schafft er es auch mehrfach. Ja. Oder? Man muss gucken. Klar, ist Vollgasprobe, SB, ich weiß. Ungewohnt.
Da ist die Kirche mit den Glocken. Genau das hier ist Kacke. Was denn? Hast du gemerkt, was er gemacht hat? Schnell. Er hat Gas gegeben, weil er abgebogen ist. Ja. Weil er kein Auto mehr vor sich hatte. Ja, du hast dich auch mal ganz eingestellt, 50. Ja. Ja, dann ist ja das leider Gas gibt. Ja, aber beim Abbiegen hätte ich gedacht, er bleibt erstmal so lange, bis man wieder gerade stellt. Das wäre halt so meine Logik, dass man das so zurückkommen würde. In der Kurve kein Gas geben. Ah, du wolltest jetzt testen, was ist denn in der... Ja, weil er hält sich ja an den Vordermann. Ja, und wer jetzt weg und dann beschleunigt der. Ja, genau. Wie lange war der denn schon weg? Ganz kurz? Ja, relativ kurz. Hat ziemlich schnell Gas gegeben. Hatten wir auf RW Rallye gestellt oder sind wir noch auf Eco? Ich fahre die ganze Zeit Eco, also war ich hier vollkommen raus. RW Rallye! Ja. Aber hier muss ich immer gucken, wo der Laden ist. Du immer runter? Nee, immer runter drehen. Tempomat. Ich hab's hier noch gar nicht an. Ach, du hast nicht an. Also hast du jetzt mit Fuß auf Gas? Das heißt, gerade mit Fuß den Vordermann hinterher. Ah, mit Fuß auf Gas. So, also oldschool-mäßig. Oldschool, ja. Ich wollte mal wissen, wie sich das so anfühlt, wenn man wieder Pedale betätigt. Ja, weil ich muss ja gleich umsteigen. Ja. Ja, wo der Laden ist hier von der Einfahrt her, ist natürlich klar, das kann man auch übersehen. Aber die Einfahrt ist ja auch in der Mitte. Wir fahren ja immer hier rein. Ich fahre eigentlich hier immer gleich rein. Ja, ja, aber hier ist ja auch nur die... Einfahrt zum Industriegebiet. Also nimmt die nächste. Ja. Aber gut, da ist dann der Hinweis was größer. Ich fahre jetzt einfach mal den Kia da hinterher. Der dürfte wahrscheinlich hier hinbauen, wie alle. Oh. Aber man kann schon vorbeifahren, ist klar. Aber wenn man dann nicht übersehen, kann man eigentlich nicht. So, unsere Kamera aus. Also was ich auch toll finde, die Lenkung. Wenn du im Stand bist, ist die extrem leicht. Fahr mal rum. Wenn es geht. So. So, das 3 Meter Platz. Fahr ich gucke jetzt nicht irgendwo auf irgendein Instrument, sondern genau. Versuche hier das Auto zu erkennen. Können wir uns hier in die ganz normale Reihe einreihen, mal nachher fährt man rein, dann gleich parkt da vorne wieder einer. Ist immer ein bisschen wenig mit Parken hier. Ein bisschen. Fazit zu dem Auto. Zu dem Auto? Jetzt sind wir schon so ein bisschen damit gefahren. Also, zu dem Auto ist... was will man so sagen? Mega geil, kann man da nur zu sagen. Ja. Leise, super, super effizient, haben wir eben gesehen. Wir haben jetzt ja 16 stehen, wir sind bei ungefähr 2 Grad Außentemperatur rumgefahren. Zwischendurch hatte ich 15,5 oder was das waren. Ne? Und angegeben war hier der letzte mit Beste war 16,8. 16,8 und 18, 19 waren die anderen bei der Kälte. Ja, das ist schon immens. Also super. Ist schon cool, ne? Kann ich nicht sagen. Nichts anderes zu sagen. Also was ich total interessant finde bei diesem Auto, du setzt dich rein, kommst gleich mit zurecht und auch mit dieser ganzen Rekuperationsgeschichte oder sowas. Wer eh schon vorausschauend fährt, so wie ich das ja mache, ich gebe nicht bis zur roten Ampel Gas, sondern nehme schon vorher Gas weg. Ja. Der gewöhnt sich ziemlich schnell dran, wie das funktioniert. Was ich genial finde, ist diese automatische Abstandshalte, der Stauassistent. Ja, Stauassistent mit dem Tempomat ist schon toll. Hat nur einen Nachteil, man muss halt in der Stadt, wenn es eine Verschränkung vor der Kreuzung gibt, da sollte man tierisch aufpassen. Ja, das ist ja jetzt wieder Spurhalteassistent. Nee, das war auch der Abstandstempomat, ja. Weil wenn sich die Spur verschränkt und vor mir eigentlich keiner mehr ist, dann aber rechts steht noch einer, dann bleibt er auch stehen, weil er glaubt, er steht vor ihm. Also in der Stadt ist es schon ein bisschen... Da muss man aufpassen, das würde man... Fand auch, du hast erstmal drin gesessen und ein Auto gefahren, fährt nicht oft Probe, hast du mir gesagt, reinsetzen, zurechtkommen, ohne große Erklärung oder ganz ohne. Und wohlfühlen, das finde ich aber auch toll. Also nee, weil man einfach die Knöpfe kennt man im Endeffekt, weil man schon öfter mal gesehen hat. Ne? Im Film, Im Film oder auch in der Betriebsanleitung, wenn man sich einen runterlädt. Manche meinen ja auch, wenn man Starthilfe geben kann. Ne? Was muss ich denn jetzt machen? Ja, Starthilfe. Was muss ich denn jetzt machen, sagen ja auch manche. Von wegen,
Ja, man hört einfach nur nichts. Es ist nichts anderes wie das Fahren. Man fährt ganz normal, man hört einfach nur nichts. Ja. Mehr Unterschiede haben wir nicht. Also Angst muss man da wirklich überhaupt nicht für haben. Da natürlich als Verkäufer darf man einmal zeigen den Leuten. Aber ansonsten ja, das selber ist, erfahren. Man hat nur keine Geräusche. Und man braucht auch nicht viel rumstellen, wo ich dann immer so höre, dass das, ja, man muss dann mal die Rekuperationsstufen ausprobieren. Also jetzt hier in der Stadt, ich bin mit dem gefahren, was drin stand, das war Automatik. Ja, wir haben das vollkommen ausgereicht. Auf Eco-Modus, man muss ja sagen, also man kann ja über Eco-Modus kann man das ja einstellen, ne? Du hast ja im Eco-Modus hast du dann deine Rekuperierung automatisch. Deswegen stand da automatisch. Genau, wo war das nochmal, wo das zum Einstellen war? Irgendwo hattest du doch, nee, die Rekuperation als solches kannst du hier justieren. Ist egal. Man kann das jedenfalls hier einstellen. Ja. Über jeden Fahrmodus kann man auch die Rekuperation mit einstellen, die Klimaanlage und all so ein Kram. Wie die für gelaufen, jeden Fahrmodus. Für jeden Fahrmodus, genau. Mhm. Und das war halt hier vorgegeben irgendwie. Ne? Ich denke mal, das hat keiner weiter umgestellt. Beim Fahren muss man, also um das nochmal klar zu machen, man muss nicht dauernd an Pedals rumdrücken. Nee. Wenn man anhalten will, ohne die Bremse zu betätigen, dann zieht man das Pedal. Genau, also ich habe jetzt bei der ganzen Fahrerei vielleicht 6-mal oder so Bremspedal betätigt. Ja, auch lass zurückhalten. Lass es hoch, vielleicht 10-mal sein, sage ich mal. Wo ich ansonsten bei meinem Auto nur auf der Bremse stehe. Ich habe ein erstes Mal ein Soul mal in den Norden von Berlin irgendwie zu einem Kunden gebracht. Ich war noch nie, war meine erste mehr oder weniger längere Elektrofahrt. Ja. Ich hatte den auf D, also auf diesem stärkeren Rekuperierung. Ich hab auf der Weg von, das war bis in den Norden Berlin, ich habe zweimal die Bremse getreten. Ja, genau. Ich war da völlig nicht gewöhnt und ich denke, macht der denn? Und selbst wenn du die Bremse trittst, am Anfang ist immer noch mal die Rekuperation noch stärker. Ne? Die Rekuperation, der bremst erstmal elektrisch und danach kommt die Mechanik. Ich musste vorhin einmal etwas stärker in die Bremse reintreten. Ja. Da habe ich das Pedal benutzt. Und hast du richtig gesehen, der blaue Zeiger ist da runtergegangen, fast bis zum Anschlag. Ja, dann also ich habe noch nicht die volle Leistung gehabt. Das heißt, er hat immer noch nicht die Bremse benutzt. Er war immer noch in der Rekuperation. Mhm. Ja, das finde ich halt genial. Ruhig gefahren. Ja. Und also ganz entspannt. Ja. Gut. Ja, super. Sehr schön. Machen wir weiter. Na, das war das Fazit. Von der tollen Probefahrt. Ohne Kaugummi. Ohne Kaugummi. Tschüss. Tschüssi.